Assalamualaikum semua, guten Morgen, wie geht's? Also, dieses Mal, wir gehen zu diesem Buch, Deutsch.com 2. Also, das Thema ist natürlich Modul 10. Ja, Modul 10 auf Seite 64. Ja, auf Seite 64. Ja, 64. Also, die Seite ist 64. Dapat lah? Ja? Das Thema ist Stadt und Land. Was ist Stadt? Was ist Stadt? Ja, Stadt, Kuala Lumpur, Shah Alam oder was? Was ist Land? Was ist Land? Land ist Land. Ja, das ist Land. Das ist nicht Stadt. Stadt wie Ipoh, das ist Stadt. Land ist wie Bagan Datuh, wie ja normale Kampung, weißt du? Ja, Land ist wie ein Kampung. Bandar kecil. Ja. Also, ja, die Frage ist, was ist das? Landei oder Stadtkind? Bist du ein Landei? Oder Stadtkind? Kamu ni Landai ke Stadtkind? Okay, kita tengok soalan dia. Expression. Show the photo, Hans. Here, let's get few photos. Let's get photos. Hans, where do I feel from Zach Steven? Ah. Sehen Sie die photos. Ya, yeah, tengok photos. Ya, yeah, soalan nombor 2. Apa cakap? Ya. List di... Überschriften. Tu baca Überschriften ni. Apa ni? Kafe Kuchen Mus. Ha? Ni Überschriften ni. Lesen Sie bitte di Überschriften. Baca semua. Ya. Und danach die Frage ist was versteht ihr? Apa yang kamu verstehen? Apa yang kamu verstehen bila baca bawah ni? Okay, next bitte. Seterusnya, welche Fotos gefällt dir? Which Fotos? Ya, ada banyak foto. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Phone Z7. Ada 8 Fotos. Welche gefällt dir? Mein Lieblingsfoto, yang foto yang the best, yang saya punya, is photo here. Photo D is mine Lieblingsfoto. Okay, guck mal. Ya, warum? Warum? Kenapa saya suka ni? Sebab saya suka kampung. Ya, yeah, that's was. Hilah sekali. Was ist das? Was bedeutet Stadtkind? Was bedeutet Stadt? I. Ich bin ein Stadtland. Ich bin ein Land. I. Budak yang berasal daripada kampung. Ya. Yeah? Okay, here. Okay. From here, guck mal zwei Wortschatz. Tengok Wortschatz sini. Ordne die Fotos und Fragen zu. Okay, Foto 1. Wo arbeiten die Leute? Wo arbeiten die Leute härter? Where did the people work harder? Ya. Yeah? Stadt ke dekat land? Okay, diese Arbeit, saya nak kamu salin dan buat ya. Ya, makan sih bitte ya. Nombor A je, B tak payah. B tak payah. Okay, wo arbeiten die Leute härter? Dekat Stadt oder Land? Ya? Dia ada jawapan. Tak ada jawapan betul atau salah. Tak. It's okay, just pandangan kamu. Okay, nombor 2. Wo kann man mehr Spaß? Was ist Spaß? Spaß. Ya, Spaß. La la la. Tu, das ist Spaß. Kat mana orang boleh Spaß haben? Dekat start ke dekat land? Tu, jawapan dia ada dalam gambar ni. Kamu just pilih ya, berdasarkan pendapat kamu. Nombor 3. Wo schmeckt es besser? Schmeckt. Was ist schmeckt? Dekat land ke start yang schmeckt besser? Was ist schmeckt? Ya. Ya, wenn wir essen. Lecker. Ya. So, mana lagi lecker? Dekat start ke dekat land? So, jawapan kat sini boleh cari. Lastly, wo wohnen die Leute schöner? Wo
Kann man schöner leben? Leben wohnen ist wie live, ja, to live, to schlafen, to leben, ja. Dekat land oder dekat stadt. Okay? Das ist latihan kamu. Ya, Wortschatz. Okay? Die Antwort, jawapan semua ada dekat dalam gambar. Selain daripada tu, ada sikit lagi tambahan. Cuba kita tengok, this is a grammatic. Ya, yeah, this is a grammatic. Ya, jawapan dia ada grammatik dia sama ada als or the v. Jawab menggunakan als ataupun v. Apa itu als? Hey Farid, what is als? Als dia macam lebih kurang daripada. From macam instead of, instead of, selain daripada. V adalah v apa v? Dia macam semesti. Dia tak sama macam soalan V soalan tu kan tak lain. Dia V seperti. Kita tengok contoh ya. Ergenza sila jawab. Tengok. Kita tengok contoh. Oh ada contoh kat bawah ni. Ya, tengok contoh yang bawah ni. Auf dem Land wohnen die Leute, dekat kampung orang semua tinggal als in der Stadt. Lebih cantik, lebih seronok berbanding. As ni berbanding, berbanding ya, ataupun daripada berbanding, nak dibandingkan dengan start. Lebih seronok maksudnya orang duduk dekat kampung hidup lebih gembira berbanding daripada bandar. Ataupun yang bawah tu, okay bawah ni last sekali tengok, udara, die Luft ist so klar wie die Antwort. Udaranya adalah sangat sangat clear seperti seperti ibaratkan seperti jawapan. Ha, faham? Sama juga okey yang atas ni kita try buat soalan yang atas ni. The roof is so clear. Oh sama bawah tadi ya. This roof is so clear with the Antwort. Jawapannya adalah V. Udara adalah sangat clear seperti bagaikan jawapan. Okay, nombor 5. Auf dem Land wohnen die Leute schöner. Dekat kampung, orang tinggal lebih seronok. Apa tadi? Als in der Stadt. Banding daripada tinggal di bandar. Okay, nombor 5. Die Leute in der Stadt arbeiten genauso hart. Orang dekat bandar bekerja sama susah. Bla bla bla. Auf dem Land. So jawapannya als ke V. Okey, cuba jawab ya. Soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Let's clear. Kalau ada soalan, boleh ajukan pada saya dekat Telegram, ya. So saya akan cuba jawab ataupun boleh PM personal pada saya. Okey, feel good. Mas good. Toy toy toy. Cheers. Wiedersehen. Ne? Bye. Cheers.